So, hier ein kleiner Überblick über die Anlage. Das ist jetzt das Fischbecken. Von hier in diesem Steigrohr ist der Ausfluss aus dem Fischbecken. Hier geht es weiter zum Grobfilter. Die Filterbürsten halten den groben Schmutz zurück. Nebendran, was ziemlich laut ist, sollen nur 85 Dezibel sein, aber da werden wir noch eine Abdeckung drüber machen. Die Pumpe, die so circa 10 Minuten pro Stunde das Wasser umwälzt. Hier sieht man das Sammelbecken, den Sumptank, wo die Pumpe das Wasser entnimmt, also hier vom Grobfilter mit den Filterbürsten fließt das Wasser weiter zu diesem Sammelbecken. Und von der Pumpe wird das Wasser weitergeführt. Wir haben hier ein Gardena-Triebsystem und das Wasser wird hochgeführt an den Säulen. Und über Sprinkler wird es dann oben in die Säule gebracht, das Wasser, und rinnt dann, ich zeige das mal sehen, so, und von hier aus fließt das Wasser die Säule runter. In der Säule, da haben wir Filterschaum, ich zeige das am besten mal hier. Hier, Filterschaumwürfel, die sind in den Säulen und da wurzeln dann die Pflanzen drin. Jetzt gehe ich mal hier auf die andere Seite. An jeder Säule ist ein 50er Rohr angebracht als Ausfluss und somit fließt jetzt das Wasser hinten zu einem 110er Rohr und dann wieder zurück zum Fischbecken. Das ist der Kreislauf der Aquaponik-Anlage in Hamburg. Jetzt zeige ich nochmals, es sind also circa, also Starke, genau gezählt habe ich es jetzt gar nicht, sind auf 3 Quadratmeter sind es also über 200 Pflanzen. So, hier sieht man von der anderen Seite die Anlage. Was jetzt noch zu tun ist, ist, es muss der Filterschaum eingebracht werden und dann beginnt das Pflanzen. Manche Pflanzen sind schon vorbereitet. Andere müssen noch vorbereitet werden. Das muss noch getan werden. So, hier nochmals alles im Überblick. Am Montag werden wir die Fische einsetzen. Und dann schauen wir mal Wasserwerte, die stimmen soweit. Da die Pflanzsäulen relativ eng stehen, werden wir noch Pflanzenleuchten oben drüber anbringen. Im Moment scheint die Sonne und oben wurde über eine Automatik Schattentücher zugezogen. Aber wenn es bewölkt ist, da reicht es nicht aus. Hier sieht man, da ist noch kein Filterschaum drin und das Wasser spritzt raus. Das muss auch noch ausgerichtet werden, die Sprenkler oben etwas gekürzt. Okay, so viel mal zur Anlage. Hier sieht man auch nochmal den Filterschaum, der in den Rohren ist. Filterschaumwürfel, ca. 5 cm. Okay, gut, ich werde demnächst wieder berichten.